So, und damit willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Trains im World hier auf ÖPNV-Simulation. Mein Name ist der Biu, schön, dass ihr da seid und ja, wir haben trotzdem alle drei Sterne bekommen, obwohl die letzte Folge noch ein bisschen lang war und langsam war. Jetzt geht's mal in eine interessante Einführung, nämlich in die Lernen Sie die Grundlagen des Anfangszeitens, bedienen der Fahrgasttür mit Hilfe eines DBPBFZA-Steuerwagens kennt. Los geht's. Dann haben wir zumindest auf jeden Fall schon mal alle Fahrzeuge aus diesem Tutorial durch. Dann können wir eigentlich mal auf so eine kleine Tour gehen oder können uns zumindest schon mal die Karte angucken. Oder einfach mal mitfahren oder sowas heute, damit wir hier mal so ein bisschen was sehen können. Und dass wir dann spätestens zum nächsten Part mal so eine richtige Aufgabe hier uns mal anschauen können. Die dauern nämlich teilweise hier extremst lang. Also mal eben schnell so 10 Minuten kannst du vergessen. So, DBPBZFA-Einführung. Willkommen in diesem DBPBZFA-Steuerwagen in der verkehrsroten Lackierung der DB. In dieser kurzen Einführung werden wir über das Anfahren, Halten und das Operieren der Fahrgasttüren sprechen. Naja. Steigen Sie ein, damit wir anfangen können. So. Bild wäre noch nice. Ich weiß gar nicht, ob wir im letzten Part ein Bild gemacht haben. Es ist schon sehr verwaschen alles. Hier muss ich sagen, hier kommt die PS4 Pro leider nicht so geil zur Geltung. Die Batterie schaltet das Hauptpult ein und lässt sie damit interagieren. Es ist wichtig, die korrekte Beleuchtungskonfiguration zu... Sie werden viel Zeit auf dem Fahrersitz verbringen. Der Bremsschlüssel bestätigt, dass der Zug von diesem Steuerwagen aus gesteuert wird. Um den Zug zum Laufen zu bringen, müssen Sie den Richtungswender nutzen. Aktivieren Sie jetzt den Stromabnehmer, damit er sich anhebt und mit der Oberleitung in Kontakt kommt. Die Lokomotive ist nun bereit, angetrieben zu werden. Dies wird über den Haupttrennschalter geregelt. Die Spitzensignale erfüllen einen wichtigen Zweck. Sie machen andere in der Nähe darauf aufmerksam. Werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig, um zu überprüfen, ob es sicher ist, und entriegeln Sie dann die Türen. Das Zusteigen ist abgeschlossen. Verriegeln Sie die Türen. Ah. Die Zugbremse wird für den normalen Streckenbetrieb genutzt. Aufgrund der Größe und des Gewichts dieses Zuges sollte etwas Traktion genutzt werden, um die anfängliche Reibung zu überwinden und zu verhindern, dass die Elektrosysteme überlastet werden. Oh, den Ernst jetzt? Der besteuert schon wieder nicht. Jetzt. Nur dann war es echt ein Anwenderfehler. Wenn wir in Fahrt sind, können wir die Leistung erhöhen und uns darauf konzentrieren, die gewünschte Geschwindigkeit zu erreichen. Ich glaube, das war tatsächlich in der letzten Folge ein Anwenderfehler, aber habt ihr gesehen, ich habe da gemacht und getan. Der Schubbetrieb kann genutzt werden, um das Fahrzeug mühelos in Bewegung zu halten, ohne die Leistung anlegen zu müssen. Diese Methode eignet sich bei einer flachen Steigung hervorragend, um die Geschwindigkeitsbeschränkung einzuhalten. Ja,
Na endlich. Von hier ab ist es nicht mehr weit bis zu Ihrem nächsten Halt. Achten Sie deshalb darauf, den Zug unter Kontrolle zu halten und nicht zu schnell zu fahren. Wir nähern uns Gmünden und werden bald ein wenig Bremskraft aufwenden müssen, um sanft zum Stehen zu kommen. Das wäre gerade das Tutorial von letztem Mal nochmal machen. Entriegeln Sie erneut die Türen und gestatten Sie den Fahrgästen, so zuzusteigen. So, das war's mit dem Tutorial. Das ging noch relativ gut. Das ging noch relativ perfekt. So, alles geschlossen. Gute Arbeit. Damit wären wir alle Grundlagen dieses Steuerwagens durchgegangen. Yippie! So, MSB Trio Triumph. Wunderschön. So. Und damit sind wir auch direkt mal Level 2 gestiegen. Und wir haben einfach damit jetzt so zumindest jetzt schon mal alles durch. Ich würde mal sagen, wir gönnen uns jetzt heute mal noch eine schöne Mitfahrt hier. So dass wir mal im nächsten Part mal selbst mal auf der Strecke hier fahren können. So, da haben wir hier zum Beispiel Reisen. Mein Spessartbahnreise. Ne, das ist aber das Karriere, ne? Genau, beim Fahrplan können wir hier rauswählen. Die B143. Hier kann man sogar noch lackieren. Gibt es hier nicht mal sowas, was wir das freie Erkunden? Genau, das sind doch die Szenarios ja. Was ist denn Reisen?
Scheinbar gibt es das nicht mehr. Andere Szenario einrichten. Szenerie einrichten. Wenn man ganz kurz was gucken. Training, Szenerie und Fahrplan. Aber dieses freie Erkunden gibt es halt nicht mehr. Das ist natürlich ein bisschen schade. Also hier sehen wir zum Beispiel die Strecke hier. Na gut, dann werden wir mal hier die Tour hier noch fahren. Deswegen habe ich mir extra noch mal ein kurzes Stück rausgesucht, damit wir dann zum nächsten Mal eine größere Strecke fahren können. Und je nachdem, was ihr natürlich jetzt hier ausgewählt habt, jetzt ob Personenzug oder Güterzug, ja, das passt Transom World hier automatisch auch an. Also das ist schon relativ cool. Also die denken hier auch echt mit. An sich muss man sagen, Transom World kostet ja 39 Euro oder sowas in dem Dreh. Mit dabei halt schon Strecken. Ja, also das ist schon dabei. Finde ich eigentlich, ist der Preis vollkommen in Ordnung. So, Fenster. Ja, also es wird alles fertig. So. PCB, ja. Das ist zum Beispiel auch noch was. Stell ich das ein? Ah, hier. PCB. Massiva? Die Versicherung ein. So, PCB und SIFA sind Zugsicherheitssysteme, die man halt zusätzlich noch einschalten kann, um den Realismus natürlich noch weiter hochzuheben. Finde ich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, denn ohne macht es mir echt keinen Spaß. Da hast du hier unten die Knöpfe, so das Problem ist aber, fahren. Ah, warte mal. Hier kannst du natürlich auch nicht gehen.
So. Ein rotes Signal. Und jetzt ist natürlich nochmal der Grund, mal jetzt hier mal zu gucken nochmal. Leitwerk, Bremse anlegen. Ey, gibt's echt nichts mit von wegen SIFA oder sowas? Oh, das ist aber echt. Also die Tastenauswahl, die ist echt nicht in Ordnung. Wohin fahren wir? Wollte mal ganz kurz gucken. Nach Gemünden. Also Steuerung muss ich sagen, die ist ein bisschen nicht so geil. Okay, jetzt musst du mich da hingucken.
Zwangsbremsung wegen 1000 Hertz. Das ist absoluter Bullshit. Also hier drauf. Das ist absolut Mist, was sie gemacht haben hier. Warum kann ich denn diese Tasten nicht hier rauflegen? Also, das ist ein Negativpunkt. Finde ich nicht gut. SIFA ist auch an, aber irgendwo passiert gar nichts mit der SIFA. Also finde ich blöd, dass du die Tasten nicht belegen kannst auf den Controller. Meine, wenn noch freie Tasten da sind, warum kannst du die nicht einfach so belegen, wie du sie willst? Für 80, wa? Ja, Ranzoom fehlt mir. Wie gesagt, dass du die Tasten nicht belegen kannst, fehlt mir. Also es sind doch ganz schön viele Sachen. Nur so ein bisschen fehlen hier in Transom World auf der Konsole. Da kann man jetzt leider nicht sagen, dass man vom PC verwöhnt ist, weil da gibt es diese Funktion standardgemäß. Ich muss hier einfach mal rüber und muss dann...
Oh, Zwangsbremsung. Das kommt nämlich auch noch dazu. Meilen und PZB passt überhaupt nicht. Ich dachte eigentlich, ich habe es eingestellt gehabt, aber irgendwie hat das nicht gespeichert. Nö. Warum auch immer. Wählen. Okay, wir haben es nicht gespeichert. Das war jetzt... Ah ja, jetzt hat er... Ja. Ah Mann, du kannst nicht mal aufs Display gucken. Siehst du, das ist, was ich meine. Ich weiß jetzt gar nicht, ob... Ja. Ah, Mann, das ist nervig. Ah gut, also PZB kannst du vergessen hier. Solange du keine Möglichkeit hast, das auf dem Gamepad zu legen. Kannst du es leider vergessen. Sieh mal, funktioniert der hier auch scheinbar nicht. Schade. Gut, dann muss ich mal mit da gucken, ob ich da irgendwas zu finde. Dann muss ich mal im Internet gucken, ob ich dazu was finde. Aber ich würde jetzt hier die Folge auch beenden. Wir fahren jetzt da nicht noch hin. Achso, wir haben EDC-Vorgabe erfüllt. Nein, dann passt es ja. Ja, leider mit Verspätung. Ich würde sagen, wir machen hier im nächsten Part weiter. Werden uns das Ganze nochmal, wie gesagt, anschauen. Bis dahin habe ich mich nochmal belesen, zwecks der PZB und der SIFA, ob das irgendwie ein bisschen besser funktioniert hier in der Konsolenversion. Weil so wie es gerade ist, ist es eine absolute Qual, weil du siehst nicht, wann das Signal kommt. Normalerweise, du siehst, je näher das Signal kommt, desto später drückst du dann halt rauf auf die auf den Wachsam-Taster. Und wenn du dann aber schon nach unten gucken musst, siehst du in dem Moment halt das Signal gar nicht mehr. Also das ist alles blöd gelöst hier irgendwie. Gut. Aber damit verabschiede ich mich auf jeden Fall schon wieder von einer weiteren Folge Trains and World hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, bedanke mich, sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss!